Ich wollte euch heute mal die Reiseapotheke von Marlena zeigen. Ich denke, es ist ja jetzt schon langsam Reisezeit. Sommerferien kommen und genau, vielleicht interessiert es euch einfach. Wir haben die Reiseapotheke hier in so einem Beutel. Ich glaube, der ist jetzt von Bübchen, den haben wir einfach geschenkt bekommen beim Frauenarzt. Und genau, da haben wir alles drin. Ich habe es ein bisschen sortiert nach Schnupfen, Erkältung, Zahnungsgeschichten und werde es jetzt einfach mal so der Reihe nach abhandeln. Genau, fangen wir doch gleich mal beim Thema Zahn an. Also was nehmen wir mit zum Zahn? Einmal Dentinox-Gel. Ja, ich denke, das kennt jeder. Trägt man halt auf die Stelle auf. Das betäubt ein bisschen und kühlt. Das ist ganz gut. Dann haben wir dabei immer eigentlich Osanit und einmal von Schüssler Nummer 2 Calcium Phosphoricum. Das gibt es auch als Globuli von DHU oder was das auch immer ist, von anderen Firmen, aber das ist im Endeffekt dasselbe, genau. Und die zwei Sachen geben wir immer in Kombination und wenn das schlimmer ist, das Zahnweh, dann gebe ich auch mal abends oder so ein Dentinox-Gel. Aber das haben wir bisher ganz, ganz selten gebraucht. Und wenn gar nichts mehr geht, dann gebe ich auch mal so ein 75 Milligramm Zäpfchen. Das sind ja die, die man ganz am Anfang kriegt für die Neugeborenen. Und das reicht bei uns eigentlich. Also ich glaube, ich habe... Also nochmal ein Versuch, die Zäpfchen. Genau, ich nehme die 75 Milligramm Zäpfchen einfach, wenn ja, es halt Zahnweh ist, dass sie nicht einschlafen kann. Aber wir haben das bisher ein-, zweimal gebraucht. Und bei uns reichen auch wirklich die 75 Milligramm, wenn es jetzt nur Zahnweh ist. Genau. Dann, wenn wir gerade bei Zäpfchen sind, nehme ich natürlich auch eigentlich immer die 125 Milligramm mit für Fieber oder starke Schmerzen. Ja, muss ich, denke ich, nicht viel zu sagen. Dann haben wir noch Sambucus Teucrium. Das ist so eine Mischung bei Infekten. Kann man die einfach geben. Die haben wir von unserem Kinderarzt. Genau, dann, wenn es um Schnupfen geht, haben wir einmal noch einen Nasensauger dabei. Das ist jetzt der von DM. Genau, einfach mal zum Nase frei machen. Dann haben wir einmal von Emsa Nasentropfen, also das ist ein Nasentropfer, das ist kein Spray, einfach so eine Salzlösung. Und dann haben wir noch einmal Otriven für Säuglinge, wenn wirklich die Nase so ganz zu ist, ja, also wenn gar nichts mehr geht, habe ich die einfach immer dabei. Genau, dann haben wir natürlich ein Fieberthermometer dabei, ja, so ein ganz ganz normales. Ja, ich finde, Marlena stört es nicht sonderlich. Ich habe immer damit gemessen, schon seit ihrer Geburt, wenn irgendwie das mal anstand. Das war kein Problem. Ich mache vorne ein bisschen Creme drauf und dann ist das auch jetzt nicht groß unangenehm. Es dauert nicht lang. Es ist halt das Genaueste, wenn man im After misst und ich finde es jetzt auch nicht dramatisch. Ich habe extra eins mit einer festen Spitze, weil die flexible Spitze, das verhängt sich dann manchmal beim Einführen und so. Und dann ist so eine feste, starre Spitze einfach geschickter für dich, ist meine Erfahrung. Wir haben das in der Kita auch genutzt. Da haben wir natürlich dann immer was über die Spitze drüber ziehen müssen. Aber genau. Dann beim Thema Schnupfen und Erkältung bleibend. Haben wir einmal noch von Wala den Nasenbalsam für Kinder. Der soll so ein bisschen abschwellen, aber auch die Nasenschleimhäute einfach feucht halten und damit auch ein bisschen vorbeugend sein. Aber ich finde es auch ganz gut, gerade wenn man Otriven geben muss, weil es wirklich so zu ist. Die trocknen doch, finde ich, die Nase ziemlich aus und dann ist so ein Nasenbalsam ganz gut. Genau, ansonsten habe ich jetzt noch Inflodorum, das sind auch so Globulis.
die einfach ja, bei Erkältung und grippalen Infekten eben ganz gut helfen. Und dann geben wir immer noch Berberis Quarz Globuli. Genau, das auch einfach dafür. Und als letztes ist das Prionia Spongia. Genau, einfach eine Mischung, die man, ja, das ist so eine Flüssigkeit, die gibt man mit Wasser verdünnt, damit die Kinder den Alkohol nicht so schmecken. Genau, die ist auch einfach nochmal für Schnupfen und Erkältung. Und zum guten Schluss, haben wir hier noch von Veleda so eine Baby-Popo-Creme in der Probegröße. Die habe ich einfach immer dabei, falls irgendwie gar nichts mehr hilft, hilft das. Ansonsten nehmen wir ja Bepanthen. Genau, das war's. Das ist unsere Reiseapotheke. Nicht mehr und nicht weniger. Ich hoffe, es war interessant für euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!